Hallihallo Leute, willkommen zum 10. Part von Let's Play Pokémon Feuerrot Replay Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part haben wir ein paar Pokémon verkackt, die uns eventuell weiterhelfen könnten. Nur so mal nebenbei. Und wir haben jetzt vor, die Arena nochmal, anzufangen, damit wir nicht vom Level-Lock her überschreiten. Deswegen gehe ich jetzt da rein und ja, starten wir mal. Platsch, ich bin dein erster Gegner, es geht los. Ach, ich will doch nur ins Misty. Und das will hinter mich bringen. Ich konnte es doch nicht mit, super. Das Ding ist, wir können Kleinstein halt nicht einsetzen. Das ist halt unser großes Problem an diesem Kampf. Oder dieser Arena eher gesagt, komplett. Ja, das ist halt... Könnte schwer werden. Könnte sehr schwer werden. Ich hoffe immer noch intensiv, dass Dami den Psychotypen hat. Also so ein kleines bisschen. Und ja. Ich bin froh, dass wir Biss haben. Biss hat und wird uns hierbei sehr weiterhelfen. Und Muschas. Okay, Muschas ist auch okay. Komme ich auch mit klar. Schreck zurück. Ja, das ist halt der gute Nebeneffekt von dem guten Biss. Das darf nicht wahr sein. Anscheinend doch. Okay, dann gehen wir noch mal zu der da. Hallo. Wie du? Ich bin schon zu gut für dich. Mist, ich muss dich nicht mit dir abgeben. Haha, das werden wir ja sehen. Gwendoline mit Tigur. Goldini. Ich kann die Pornostimme leider nicht. Tut mir leid, Leute. Da bin ich zu schlecht zu. Oder? Goldini. Nein, kann ich nicht. Nein, können wir haben. Autsch. Schnell mal eben und bewusst rauswechseln, weil Hornattacke böse ist. Scheiße. Okay. Flori müsste hier ganz gut sein. Außer es setzt Superschall ein. Das könnte fies werden. Es hat sich vor Versuchung selber verletzt. Down, wow. Flori ist nicht mehr verwirrt und biss. Bam. Street Grandoline, ich bin überwältigt. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Unbewusst heilen. Und dann versuchen wir mal Misty. Mal gucken, wie es wird. Damn. Ah, nur drei Pokémon, das ist so... Das ist eine sehr schlechte Nuzlocke für mich im Moment. Mal gucken, was noch kommt. Ich bin gespannt. Aber diesmal erstmal müssen wir Misty besiegen. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Deine Strategie basiert auf dem planlosen Einsatz von Wasser-Pokémon. Wie? Ich mag den Wassertypen. Also, ich habe nichts gegen Wassertypen. Stanu! Angriff droht zu siegen! Lululu. Oh, Herner. Ernsthaft? Ich habe keine speziellen. Ja, mach ruhig Aquawelle. Ich glaube, Brenton. Schafft nur zwei Angriffe davon. Okay. Dann wechsle ich aus. Wenigstens Stern, was du besiegt. Das ist gut. Das ist perfekt. Möchtest du deinen Pokémon wechseln? Natürlich. Okay, Flori. Dann bin ich mal gespannt, wie der Kampf verlaufen wird. Dumm.
Biss. Oh, Sternschauer. Das ist sehr effektiv. Habe ich Tränke dabei? Ah, 4 Stück. Ah, Herzkasper. So, einmal das. Ich glaube noch ein zweites Mal. Chastuflori. Ja. Mann, das war gerade riskant, aber mir egal. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist mir es nicht egal. Aber es musste halt einmal sein. Okay, mache ich Aquavelle. Ist okay. Das schafft Flori. Ich heile mich aber noch ein bisschen, bevor es daran endet, dass Flori stirbt. So, das solltest du nicht mehr überleben. Scheiße! Okay. Meinetwegen, ich kann auch so spielen. Ja, mach ruhig. Ich schaff das schon. Okay, dann Panzerschutz. Ja, ich spiele euch mal ein bisschen taktischer. Das kann in diesem Kampf sogar nicht mal schaden. Weil die Tränke, ich habe halt nicht viele Tränke. Das hadert bei mir ein bisschen. Oh Gott. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Wenn jetzt macht jedes Mal schön 10 Schaden, seht ihr das? Also zweimal heilen. Einmal heilen, sorry. Oh, Scheiße! Scheiße, nein! Nicht Verwirrung. Ich hab Angst. Ich hab echt nicht Angst gerade. Wir haben ja noch Akano. Aber Akano hält auch nicht viel aus. Um genau zu sein, genau eine Akano. Es ist jetzt Kacke. Weil wir haben jetzt die Chance, entweder geht es daneben oder Flori stirbt. Warum habe ich mir nicht noch einen Trank geholt? Na gut. Soll das nicht anders sein? Ja. Das schafft Flori nicht. Das schafft wahrscheinlich auch nicht. Es sieht gerade richtig, richtig kacke aus. Das schafft auch Akano nicht. Das Ding ist einfach zu schnell. Ich glaube, wir haben die Nestlock verkackt. Ja, wir haben die Nestlock verkackt, Leute. Scheiße. So, ja, gut. So, jetzt könnt ihr mir in die Kommentare gerne schreiben, ob ich die noch mal Continue benutzen soll. Oder ob es damit beendet ist. Schreibt es mir doch diesen Pardon in die Kommentare. Das ist jetzt echt doof gelaufen. Scheiße, Mann. Warum hab ich nur Goma verloren? Und das ist. Das,
Ja, Leute, ich danke, dass das Let's Play so bisher so gut verlief und jetzt so scheiße ging. Ich hoffe doch, dass wir uns eventuell nochmal sehen oder nicht. Ihr müsst es mir in die Kommentare schreiben. Ja, danke, dass ihr dabei seid und ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Projekt oder wo auch immer. Bis dann. Ciao, Leute.